Wir kommen noch einmal kurz zum Hier und Jetzt. Hier sitze ich jetzt, Basis, gut auf der Erde, die Füße, Gesäß, Beine gut aufgerichtet, Scheitel zum Himmel. Und auch jetzt am Abend, wenn wir etwas müde sind, den Teil unseres Geistes aufrufen, der noch wach ist. Hallo? Noch diese 10 Minuten, Viertelstunde können wir wach sein. Wir können mitgehen. Wir machen wieder eine Metta-Meditation, wieder in einer anderen Form. Metta nennt der Buddha auch die herzerlösende Güte. Also das Herz erlösen. Dann ist das Herz ja wohl gefangen oder gefesselt. Das ist in vielem gefangen. Alles, was durch Gier und Hass und Verblendung erzeugt ist in unserem Herzen, das ist ein Gefängnis. Und da ist die Verblendung noch das schlimmste Gefängnis. Denn sie verengt und haftet so sehr, da sind wir in Haft. Und nun kommt die herzerlösende Güte und macht die Türen auf, dass wir aus unserer Haft entlassen werden, dass wir frei sind. Wir haben heute uns der Glückssuche gewidmet. Auf unserem Lebensweg bisher haben wir geschaut, wo Glück war, Freude war und auch die Vision, wie kann unser Lebensweg weiter aussehen mit der Glückssuche. Wo finden wir das Glück, unser Glück? Und wir können sicher sein, dass unserem Weg, auf unserem Weg, Blumen stehen am Wegesrand auf dem Weg, aber auch Steine liegen. Blumen und Steine. Und beides gehört zum Weg. Wir können uns über die Steine ärgern und nicht aufpassen und stolpern. Oder wir können auch manche Steine gut verwenden für irgendetwas. Oder sie ruhig am Wegesrand liegen lassen. Ein Teilnehmer in Andalusien hat ein Haiku gemacht. Und das heißt, Stein am Wegrand, der einsame Stein am Wegrand. Was hast du schon gesehen? Immer nur den Himmel. Und es kommt auf uns drauf an, dass wir die Blumen sehen, uns an ihnen freuen, die am Wegesrand blühen, auch sehen, wie sie wachsen und auch wieder vergehen, dass es ein ewiges Gesetz ist und richtig ist und dass wir damit einverstanden sind und dass die Steine uns auch zeigen, dass wir immer Acht geben können. Und dass die Steine auch Mineralien in sich tragen, die den Boden düngen und wieder Neues wachsen lassen. Und können wir beide liebevoll mit Blumen und Steinen auf dem Weg gehen.
Das Gefühl, ja, ich nehme beides an. Und ich bin einverstanden mit beidem. Und die Steine, die helfen mir, achtsamer zu sein, auch liebevoll mit Schwierigkeiten, die mir im Weg liegen, freundlich. Und die Blumen machen mir das Gehen leichter. Sie machen mir Freude, mein Geist wird weiter liebevoll und leichter. Und wir gehen Schritt für Schritt immer weiter. Wir lassen uns gar nicht abhalten vom Gehen, weder von den Blumen noch von den Steinen. Wir gehen unseren Weg. Und da es unser eigener Weg ist, haben wir auch Zuwendung, Liebe, Freude daran. Es ist wirklich mein Lebensweg. Ich mache ihn, indem ich gehe, es mir vielleicht teils, kann ich ihn schon sehen, teils wird er erst beim Gehen. Nun schaut mal, ob vielleicht andere Menschen mit euch gehen. Haben wir Begleiter? Oder begegnen wir anderen auf unserem Weg? Ist es gut, mit jemandem zusammenzugehen? Oder möchte ich lieber alleine gehen? Und wenn ich einen Begleiter, eine Begleiterin habe, kann ich da wirklich diesen Menschen voll akzeptieren, dass er mit mir geht? Kann ich Freude empfinden, dass man gemeinsam geht? Vielleicht ist es sogar ein Glück, dass ich nicht alleine gehe. Aber es kann auch ein Glück sein, ganz alleine zu gehen. Ich gehe meinen Weg. Ich gehe meinen Weg dahin zu einem Glück, das vielleicht Frieden heißt, Zufriedenheit, was vielleicht Freiheit heißt, Unabhängigkeit, was vielleicht allumfassende Güte und Liebe heißt. Wie heißt das Ziel meines Weges?
Vielleicht will ich noch gar kein Ziel genau wissen. Vielleicht ist Einheit mit etwas, was ich göttlich nenne oder Gott nenne. Möge ich meinen Weg mit Freude und Vertrauen gehen. Möge das Gehen allein mir Glück bereiten. Und wir wollen unseren Metta-Spruch mal sagen zum Abschluss. Möge ich frei sein von Leid und Bedrückung. Bitte. Möge ich frei sein von Leid und Bedrückung. Möge ich zufrieden und glücklich sein. Möge ich zufrieden und glücklich sein. Mögen alle Wesen frei sein von Leid und Bedrückung. Mögen alle Wesen frei sein von Leid und Bedrückung. Mögen alle Wesen zufrieden und glücklich sein. Mögen alle Wesen zufrieden und glücklich sein. Sabbe Sattā Sukhitā Hontu.